Leute, was geht? Mein Name ist RuGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5. So, erstens mal, ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast, ehrlich. Und zwar habe ich ja eine schöne Runde GTA 5 für euch vorbereitet mit einem Thema. Bevor ich jetzt hier weiter anfange, muss ich euch etwas erzählen. Ich werde von jetzt an nur noch ein YouTube-Video hochladen. Ein YouTube-Video. An einem Tag. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich möchte einfach die Qualität von meinem Kanal bewahren. Letzter Zeit habe ich wirklich sehr viel hochgeladen. Da habe ich wirklich auch fast alles aufgenommen und auf YouTube gestellt. Aber ich möchte einfach ein bisschen Qualität haben und möchte jetzt einfach auch mehr Facecam-Aufnahmen machen. Und jetzt fange ich mit meinem Thema an. Genau. YouTube. Tolle Plattform. Ich liebe die Plattform. Es ist die größte Internetplattform der Welt. Und, ja. Wie kann man auf YouTube Geld verdienen? Die Frage wird oft gestellt. Und ich möchte jetzt einfach mal diese Fragen beantworten. Und alles, was darüber so, ja, wichtig ist. Um auf YouTube Geld zu verdienen, schauen wir uns am besten mal virtuell. Stellt euch einfach mal virtuell vor, ihr werdet jetzt auf dem YouTube-Kanal SarahSaLB. Ihr schaut das YouTube-Video auf einem PC an. Und was fällt euch auf? Genau, es kommt Werbung. Und zwar kann man Werbung schalten, wenn man sogenannter YouTube-Partner ist. Und zwar muss man da einfach nur zu Google AdSense gehen, eine Internetseite von Google. Da meldet man sich an, gibt seine Kontonummer ein und ja, auf jeden Fall kannst du dann von einem virtuellen Konto aus Geld verdienen. Wie stellt man sich das ein bisschen vor? Also, man meldet sich bei AdSense an, gibt alles ein und dann kann man Werbung schalten, indem man auf Monetarisieren drückt. Monetarisieren, das ist Werbung schalten auf YouTube. Wenn du das gemacht hast, dann erscheint Werbung. Aber du verdienst nicht dadurch, dass Werbung davor geschaltet ist, sondern du verdienst erst Geld, wenn die Leute auf die Werbung klicken. Und wenn du selber auf die Werbung klickst, wirst du bei AdSense gesperrt. Ja, genau. So ist das. Und somit kann man auf jeden Fall Geld verdienen. Das Geld wird dir aber erst ab einem Grenzbetrag von 70 Euro ausbezahlt. 70 Euro, das muss man erstmal erreichen. 70 Euro. Eine Menge Schotter. Eine Menge Schotter, aber hey, hey, man kann es schaffen. Und zwar kann jeder Geld verdienen. Es gibt viele YouTube-Kanäle, die haben 100, 200 Abonnenten, aber haben Millionen von Klicks, weil die einen YouTube-Hit gelandet haben. Und mit einem YouTube-Hit kannst du so viel verdienen, wie manche im ganzen Jahr nicht verdienen. Also, du kannst ein Jahresgehalt von einem Ingenieur verdienen mit einem einzigen YouTube-Video. Genau. Ich habe jetzt hier noch eine schöne kleine Runde, ja, wie heißt das? Fallschirmsammeln, Flugschule, genau. Schaut es euch an. Ich versuche hier den Fallschirm zu fangen. Genau. Man kann aber auch anders mit YouTube Geld verdienen, indem man sogenannte Links setzt, sogenannte Amazon-Links. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Amazon lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Amazon ist eine tolle Sache. Ich habe es auch gemacht. Habe schon über 61 Klicks bei Amazon. Aber ganz ehrlich, noch keiner hat bei mir was gekauft. Und deshalb kann ich so eine Grenze machen. Ab 20, 30, 40.000 Abonnenten könnt ihr diese Links setzen bei Amazon. Und da verkauft ihr vielleicht mal ein oder zwei Sachen. Bei Amazon ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jemand für 100 Euro kauft, dann bekommst du
nur 6 bis 7% Werbeeinnahmen. Das heißt, wenn jemand bei dir auf deinem Kanal für 10.000 Euro etwas kauft, kriegst du nur so 800 bis 900 Euro, wenn du Glück hast. 10.000 Euro. Da muss man wirklich schon 300, 400, vielleicht sogar eine halbe Million Klicks haben, bis du das erreicht hast. So ist das halt. Naja, wenn du Fragen hast, schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Das nächste Video kommt auf jeden Fall morgen. Jeden Tag ein YouTube-Video. Bitte versteht es einfach. Ich will die Qualität von meinem Kanal einfach bewahren. Und ja, moderieren wir rein. Bis morgen. Hab ich ein neues, spannendes Thema vorbereitet. Schaut auf jeden Fall rein. Bis dann. Ciao.